Passen Motorradrocker und christlicher Glaube zusammen? Manche würden sicher mit einem überzeugten Nein antworten. Schaut man in diesem Zusammenhang auf die Liste von Motorradclubs, so sticht ein Name besonders heraus: die Jesus Biker. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wer die Jesus Biker sind und was sie machen, schauen wir uns heute etwas genauer an. Dazu ist bei mir in der Sendung Dr. Thomas Traxler, der Gründer der Jesus Biker. Herzlich willkommen, Herr Traxler. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Herr Traxler, so gleich mal am Anfang. Sie sind Motorradfahrer. Was lieben Sie am Motorradfahren? Das ist der Wind, das Gefühl von Freiheit, abschalten zu können nach dem Job. Das ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben, das muss man erleben. Also wenn man nicht Motorrad fährt, wäre das eigentlich so die Aufforderung, man muss es einfach mal ausprobieren. In der Tat, das kann kein Fehler sein, da macht man vielleicht eine ganz, ganz neue Lebenserfahrung. Weil das ist wirklich immer das, was die Menschen so sagen, ein ganz eigenes Lebensgefühl. Das ist spannend. Ich bin selber kein Motorradfahrer, deswegen so die Frage auch. Motorradfahren und Jesus ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwo so eine Sache, die man gleich zusammendenkt, aber bei Ihnen eben schon. Was hat Motorradfahren mit Jesus zu tun? Also beides hat was mit Freiheit zu tun. Wie schon gesagt, die Freiheit der Natur spüren, den Wind spüren, die Elemente spüren beim Motorradfahren. Aber gleichzeitig, wenn man sein Leben Jesus übergeben hat, dann ist es eine ganz, ganz große Freiheit. Und beten und Motorradfahren, das ist, glaube ich, die größte Freiheit, die man genießen kann. Okay, das heißt, das machen Sie dann auch, beim Motorradfahren mit Gott sprechen? In der Tat, ja, auch. Also vor jedem Aufstieg aufs Motorrad gibt es ein Gebet um Schutz und um Führung. Und natürlich, wenn man längere Zeit auf dem Autobahn unterwegs ist, und da kommt das direkte Gespräch mit Gott auch immer wieder vor. Wir reden ja heute über die Jesus Biker, über diese schon besondere Motorradgruppe. Wie haben Sie die gegründet oder warum? Vielleicht erstmal das Warum. Warum haben Sie die gegründet? Also Gründung ist vielleicht ein verkehrter Ausdruck. Das hat sich gefügt. Ich führe ein sehr erfülltes Leben und brauche keine weitere Gruppe. Das hat sich so geführt, ich habe eine Praxis für Wirbelsäulentherapie und ein Patient bei mir in der Praxis, der ist Präsident eines Motorradclubs, der stellte mir die Frage, komm, du fahr doch bei uns mit. Und ganz spontan hatte ich geantwortet, ich trage nur auf meinem Rücken an das, was ich glaube. Und dann sagt er, was ist das? Das ist Jesus Christus, Weg, Wahrheit und Leben. Und ich habe ihm das aufgezeichnet. Und einige Wochen später hat er selbst, dieser Präsident, mit Hand in Leder diese Botschaft ausgeschnitten und mir diese Kutte geschenkt. Mhm. Und das war für mich der Auftrag gewesen, ich muss jetzt die Kutte anziehen und fahren. Mhm. Mhm. Und so bin ich alleine gefahren das erste halbe Jahr. Das war spannend gewesen, wie reagieren die Menschen, die einem sehen. Und nachdem ich ein halbes Jahr gefahren bin, hat mein Sohn gesagt, Papa, ich trage auch die Jacke, gebe Zeugnis in der Welt. Und so waren wir zu zweit gewesen. Und dann waren wir zu dritt, zu viert. Und so kam immer mehr dazu. Wie kam es dann zu dem dritten und zu dem vierten? Wie hat sich das dann rumgesprochen? Ja, wenn zwei fahren, und dann ist es auffälliger, als wenn einer fährt. Wir sind öfters zu zweit durch die Gegend gefahren. Wir sind angesprochen worden. Und aus unserem Heimatort in Schafheim gab es dann den dritten. Ich hatte eine Anfrage aus Regensburg gehabt. Der hat uns irgendwo auch in der Zeitung gesehen. Das war der vierte und der fünfte. Und so ging das immer weiter. Und jetzt, wie viele Leute sind Sie jetzt? Wir sind über 40 jetzt. Ich glaube, 45 aktuell. Und bei so regelmäßigen Treffen wird dann eben zu 40 durch die Gegend gefahren? Ja, also wir hatten uns noch nie in der gesamten Gruppe getroffen. Bei uns, wir haben keine festen Strukturen, wir haben keine Pflichtveranstaltungen. Alle Veranstaltungen gilt als Angebot und jeder kann kommen oder auch nicht. Aber wir waren schon so 30 Leute zusammen gewesen bei Motorradgottesdiensten und haben da unsere Botschaft in die Welt gegeben. Und wer ist der, sage ich mal, strukturelle Vorsitzende bei den Jesus Bikern?
Ja, wir haben keine Strukturen. Also Jesus Christus ist unser Präsident und der Heilige Geist ist unser Roadcaptain. Und ja, ich beantworte einfach ein paar Fragen per E-Mails. Wir haben noch ein paar Funktionsstellen. Das ist der Pressesprecher, weil immer mehr die Presse Interesse gehabt bekommen hat an den Jesus-Bikern. Dann haben wir noch einen Kundschafter, wenn wir wegfahren, der dann die Reiserouten auskundschaftet. Und mehr an Funktionsstellen haben wir nicht. Jesus ist der Präsident, das hört sich sehr spannend an. Wer darf denn alles mitmachen bei den Jesus-Bikern? Ja, Jesus hat niemand abgelehnt. Und von daher dürfen wir auch niemand ablehnen. Und im Prinzip ist der erste Kontakt meistens per E-Mail. Dann folgt ein Telefongespräch, dann ein persönliches Treffen. Und indem wir unsere Position abklären, wichtig ist, dass wir tolerant sind. Also die einzigste Hürde ist halt, getauft zu sein. Mhm. Wir haben aber auch Menschen, die nicht getauft sind, die sich dann taufen lassen und Jesus-Biker werden und den christlichen Glauben anzugehören. Also wir haben katholische Christen, evangelische, freikirchliche Christen. Wir haben jetzt mittlerweile auch syrisch-orthodoxe Christen und auch einen griechisch-orthodoxen Christen bei uns. Mhm. Und auch jemand ohne Kirchenanbindung. Mhm. Und das ist auch okay. Mhm. Vielleicht kam auch manchmal die Frage, eine neue Kirche ist es aber nicht. Das ist keine neue Kirche, auf keinen Fall. Also unsere Botschaft ist, besucht, wir haben Clubhäuser auf der ganzen Welt. Unsere Clubhäuser sind die Kirchen und in die Gemeinden. Und wir sagen, geht in eure Gemeinden, in den freikirchlichen Gemeinden, unterstützt die Gottesdienste in der katholischen Kirche, übernehmt ein Amt in der evangelischen Kirche, unterstützt die Ortskirchen. Mhm, mh, mh. Wenn man jetzt eben an Rocker denkt, an Motorradclubs und Jesus, wie ich es eingangs schon angeschnitten habe, ist ja nicht gleich irgendwo ein Zusammenhang erkennbar. Bekehrung, spielt Bekehrung eine Rolle und gibt es eben Glieder, die auch irgendwo jetzt so eine Geschichte haben, dass sie sagen, vorher kannten sie Jesus gar nicht, aber deswegen tragen sie jetzt die Kutte aus Überzeugung, weil sie Jesus irgendwie wirklich erlebt haben? In der Tat, es gibt viele Geschichten. Es sind meistens ganz normale Menschen, auch mit Vergangenheit, die ihre persönlichen Erlebnisse mit Jesus hatten. Und es bedarf ja auch Mut, so eine Kutte zu tragen. Und es, denke ich, es trägt keiner die Kutte, wenn er eine atheistische Lebenseinstellung hat. Mhm. 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 Absolut. Die Kutte fällt ja sofort auf. Was sind denn so die Reaktionen, wenn Sie so als christliche Rocker, sage ich jetzt mal, durch die Straßen laufen oder irgendwo sich bewegen? Wie schauen denn die Leute, wie sind denn da so die Reaktionen? Manchmal, wenn wir in Gottesdiensten reingehen, in fremde Kirchen, wir besuchen die Gottesdienste auch, wenn wir auf Tour sind. Und dann wird erst schon mal ein bisschen ungläubig geschaut, wenn wir von vorne reingehen. Und wenn wir dann in den Bänken sitzen und von hinten gesehen wird, dass wir Jesus Christus Weg, Wahrheit und Leben auf unseren Rücken haben, dann wird durchgeatmet. Und wirklich sehr oft wird uns auf den Schultern geklopft und toll, dass es euch gibt, dass ihr dieses Bekenntnis auf die Straße gebt. Das ist also doch schon was absolut Originelles. Deswegen einfach so dieses Erstaunen kann ich mir gut vorstellen. Ich habe eine schöne Geschichte. Ich bin mal auf der Autobahn gefahren, war allein unterwegs und hatte dann Tage später ein E-Mail gekriegt. Und da war ein junger Mann, der hatte was Schlimmes erlebt und hatte dann die Jesus-Biker-Kutte auf der Autobahn gesehen. Hat mich angeschrieben und hat gesagt, in dem Moment ging es ihm viel, viel besser. Als er sah, es gibt Menschen, die Jesus noch zeigen und lieben. Sehr, sehr schönes Zeugnis. Ja. Hat also direkt das als Botschaft verstanden. Ja. Mhm. Mhm. Das Ziel der Jesus-Biker, können Sie das in einem Satz zusammenfassen? Jesus dienen, unserem Präsidenten dienen, seine Aufgaben annehmen, die er uns gibt. Mhm. Und wie findet man das raus, was die Aufgaben sind, die man tun soll? Indem er einfach im Gebet bleibt, jeden Tag wahrnimmt, was kommt auf einem zu. Und nicht, also wir fahren nicht durch die Welt und sagen, was können wir jetzt Gutes tun? Wir brauchen jetzt wieder ein Hilfsprojekt, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Sondern wir leben ganz bescheiden, besuchen unsere Gottesdienste,
Wir haben auch eine Jesus Biker Band, die spielt bei den Gottesdiensten. Und vielleicht ein Erlebnis nochmal, wie uns eine Aufgabe gegeben worden ist. Eine Sterbebegleiterin ist an mich herangetreten und sagte, ein Sterbender hat den Wunsch, nochmal mit dem Motorrad an den Marbach-Stausee zu fahren, ob ich das realisieren könnte. Und wenn sowas an einem herangetragen wird, kann man das nicht ablehnen. Mhm. Ich fragte dann, kann ich diesen Wunsch auf Facebook stellen, und habe das reingestellt, wir wollen den Wunsch eines Sterbenden erfüllen. Und es haben 13.000 Leute angeklickt. Und an diesem Tag, als diese Fahrt stattfand, waren 700 Motorräder da. Und das sah ich als gefügt wieder an. Mhm. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir auch gleichzeitig 10 bis 20 neue Jesus-Biker bekommen haben. War das dieser Bruno? Dieser Bruno war das gewesen, ja. Wie haben Sie das genannt nochmal? Das war der Wunscherfüller-Run. Wunscherfüller-Run. Genau, das war der Wunsch des Bruno gewesen. Mhm. Und er hatte laut Prognosen noch 4 Wochen zu leben. Und er hat noch ein Jahr gelebt. Ihm hat es so viel Kraft und Motivation gegeben. Er war bei vielen Veranstaltungen noch mit dabei. Und das war so eine gefügte Situation gewesen. Wie auch das weitergeht mit diesem Peace Ride, das war auch eine Aufgabe, die wir bekommen haben. Wir kommen gleich nochmal auf die Projekte, die Sie so initiieren. Vielleicht nochmal kurz zu Kutte zurück, weil die doch so wirklich auffällig ist und extrem viel eigentlich aussagt. Vielleicht können Sie nochmal ein paar Sachen beschreiben, was so eine Kutte verdeutlicht. Ja, also die Kutte ist für uns ein Gebet. Und diese Kutte bekam ich geschenkt nur mit dem Rücken auf Nähe. Und das war dann, ich kann mich noch erinnern, das war die Osterzeit, es war Karfreitag. Ich hatte Lust, kreativ zu sein, was zu arbeiten, aber am Karfreitag soll man doch nicht arbeiten. Habe im Gebet verbracht und habe mich der Kutte gewidmet. Und die Aufnäher, die waren dann am Sonntagmorgen, am Ostermorgen dann fertig gewesen. Und zwar gestaltet sich das hier, der Psalm 115,1, wir sind nur dem Herrn zur Ehre unterwegs. Und das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir tragen nicht unseren Klopf groß auf dem Rücken, sondern wir tragen den Begriff Jesus Biker klein, verantwortungsvoll auf den Schultern. Wir haben hier das Girot-Zeichen, das Schwert des Geistes. Und ich war mal eingeladen oder öfters eingeladen auf diesen Motorradfeiern, 40 Jahre Motorradclub, 50 Jahre Motorradclub. Und mir ist es bewusst geworden, wir sind eine Bruderschaft, die mehr als 2000 Jahre alt ist. Ist schon Standing, ne? Ist ein Standing, ja. Und dann geht das weiter mit Jesus Christus, gab es den neuen und ewigen Bund. Und auf der Motorradszene gibt es manche Clubs, die haben Gebietsansprüche. Wir beanspruchen nicht Schafheim, nicht Hessen, auch nicht Deutschland. Mit Jesus Christus universal um die Welt. Das sind unsere Gebietsansprüche. Hier haben wir noch für einen individuellen Namen freigelassen. Also wo sich jeder selber so ein Nickname geben kann, ein Roadname oder sowas oder einen Namen, der sehr nah ist. Und ich mache schon ein Leben lang Sport, Selbstverteidigungssport und versuche jeden Tag zu beten, meine Gebetsrituale einzuhalten. Und das ist auch ein Kampf. Und ich bekam da mal den Namen Kampfbeter. Also Roadname heißt so, wird man dann angesprochen, wenn man gemeinsam als Biker, als Motorradfahrer unterwegs ist? Naja, das ist nicht zwingend, ja. Nicht zwingend. Das ist einfach so ein Ausdruck, wo einem selber nahe ist. Und manchmal sagt einer, ja, der Kampfbeter ist wieder unterwegs. Okay. Und hier, da wir Christen aus verschiedenen Konfessionen sind, versuchen wir nicht auf die Unterschiede zu schauen, sondern auf die Gemeinsamkeiten. Aber dass wir uns trotzdem tolerant begegnen, erkennen wir uns mit RK, das ist römisch-katholisch. Die evangelischen Christen haben EV, die freien Kirchen FK. Die syrisch-orthodoxen SO und so weiter. Und wir haben auch jemanden dabei, der Christ ist, der ohne Kirche ist. Und der hat okay, das ist auch okay für uns. Und dann geht es weiter. Auf der Motorradszene wird halt immer der eigene Club hervorgehoben. In dem Kürzel, wir wollen Jesus Christus hervorheben. JFFJ, Jesus forever, forever Jesus. Auf der Szene wird mit dem Code der Buchstaben gearbeitet, auf der Motorradszene. Der 10. Buchstabe ist ein J und der 3. ein 3. Jesus Christus ist die 103. Mhm. Ein Gott, 3 Gestalten gibt eine Einheit. Wir gehen dann weiter.
auf die Tugenden. Das sind die Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Das ist unser Filter, nachdem wir Entscheidungen treffen und nachdem wir versuchen auch zu leben. Und darüber ist der Psalm 91 der große Schutzpsalm. Und hier oben ist es auch nochmal frei überlassen, ob jemand sich irgendwie dem Psalm nahe fühlt. Und bei mir ist der Spruch, Salz der Erde zu sein. Ohne Salz ist alles fad. Und vielleicht sind wir Jesus beige ein bisschen Salz auf dieser Erde. Also wirklich, sagt echt was aus. Kostet ja auch als Christ irgendwie wirklich Mut, so eine Kutte zu tragen. Was sind da so die Äußerungen zwischen den Jesus-Bikern? Weil, wie gesagt, das kostet ja schon auch Überwindung, mit diesen Aussagen durch die Gegend zu laufen. Ja, also wir haben keine Pflichttrager. Sondern wir sagen da immer, okay, wenn ihr den Mut habt, ihr fahrt alleine, ihr könnt die tragen oder auch nicht tragen, das ist euch überlassen. Aber in der Regel, wenn wir mit Motorrad unterwegs sind, und dann tragen wir die Kutte. Und wir haben noch diese Oldschool-Biker-Regeln. Mit Auto tragen wir keine Kutte, sondern nur mit Motorrad und haben die Kutte auch immer an. Ja. In wie vielen Ländern gibt es die Jesus-Biker? Ist das ein rein deutsches, sag ich mal, Phänomen oder gibt es die auch durchaus international? Ja, wir sind ja erst 45 Leute, die meisten in Deutschland. Wir haben einen katholischen Priester, der fährt in Indien mit der Kutte. Das ist der Pfarrer Babu George, der hat die Kutte in Englisch. Und wir haben noch eine Familie, die stammt aus Guatemala. Und da gibt es die Kutte in Spanisch. Und wie werden Sie unterstützt? Wie finanziert sich das Ganze, wenn man so Projekte macht, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen? Ja, wie werden da die Mittel generiert? Also wir haben keine Mitgliedsbeiträge. Wir sind kein eingetragener Verein. Wir haben keine Subventionen. Wir machen das aus eigenen Mitteln heraus. Wir fangen alles auf. Wir haben Menschen, die haben weniger gefüllten Geldbeutel bei uns. Wir haben Menschen, die sind Unternehmer, da ist der Geldbeutel ein bisschen dicker. Und wir tragen das wie die Urchristen. Wir werfen unser Geld zusammen für Projekte, jeder wie er kann. Und dann stemmen wir diese Projekte. Jetzt fokussieren wir noch mal rein eben auf die Projekte. Vorhin haben Sie schon erwähnt, dieses Projekt für Bruno, für diesen krebskranken Mann, der sich gewünscht hat, noch mal hier gemeinsam Motorrad zu fahren. Das haben Sie eindrücklich erzählt. Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, Sie bieten auch an, da heißt es Unterstützungsgebet für Brüder und Schwestern in herausfordernden Situationen. Was hat es damit auf sich? Wir beten füreinander, herausfordernde Situationen, das kann eine Krankheit sein, das kann ein Jobverlust sein. Und dann rufen wir uns auch gegenseitig an und bitten um das Gebet gegenseitig. Und wenn jetzt eben auch ein Außenstehender darauf kommt, das vielleicht jetzt auch im Fernsehen sieht und sagt, ich möchte gerne, dass für mich gebetet wird, dann wird sowas durchaus bedacht. Glauben Sie, das dürften wir ablehnen. Wir haben eine eigene Hauskapelle auch, wo wir uns auch regelmäßig treffen und wo wir auch Gebete hinrichten. Wobei, wir brauchen keine Hauskapelle. Jeder hat seine Kapelle im Herzen daheim. Schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt. Jetzt gab es ja diesen Peace Ride, der auch durch die Medien gegangen ist und wirklich wahrscheinlich das größte Projekt bisher war, was Sie umgesetzt haben. Erzählen Sie mal nochmal in kurzen Worten, was war der Peace Ride? Der Peace Ride, das war ein Projekt, das 3 Jahre gedauert hat. Ist ein Glaubensprojekt, was Glaubenskraft gebraucht hat und was letztendlich, glaube ich, viele Kinder retten wird. Und vor 3 Jahren war ich in Altötting gewesen beim Biker-Gottesdienst. Da waren 2000 Biker da gewesen. Und ich kam mit einem Priester in Kontakt, einem polnischen Priester, der auch so eine Kutte getragen hat. Und hinten stand Gottes Guards drauf. Und, Gottes Wächter. Gottes Wächter, ja. Und das erzählte dann, dass es in Polen einen Club gibt mit 200 Priester, die Motorrad fahren. Und bei diesem Gespräch kam bei mir der Gedanke auf, dann lass uns doch mal zum Papst fahren, ihm eine Harley bringen, ja, und wirklich auf unseren Glauben aufmerksam machen. Also eine Harley Davidson, ein Motorrad, genau, für den Papst. Und
ja, die Idee war geboren. Man hat ja, ich weiß nicht, am Tag 20.000 Gedanken oder Ideen. Manche Ideen gehen weg. Und diese Idee hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Und ich traf dann etwa ein Jahr später den Pater Karl Wallner und hatte ihm diese Idee offeriert. Und er fand sie auch ganz nett, aber in der Zeit hatte ich noch nichts getan. Und dann ein Jahr später traf ich ihn wieder und er merkte die Ernsthaftigkeit von der Sache. Und er ist sehr nah dran am Vatikan, an der Organisation. Und letztendlich hatte es geklappt, dass er mir einen Termin gab, 7.7. würde euch der Papst gern sehen und die Harley entgegennehmen. Ich hatte das Problem gehabt, ich hatte keine Harley. Und bin dann von Altötting, war das auch wieder gewesen, diese 2 Jahre später heimgefahren. Und es passiert immer was Tolles, wenn ich mich von finanziellen Dingen löse oder von eigenen Begrenztheiten. Und habe dann die Entscheidung getroffen, obwohl ich jetzt keine große Kriegskasse zur Verfügung hatte, wenn alle Stricke reißen, ich möchte keinem Harley-Händler da ein Marketingkonzept da präsentieren oder betteln, dann trage ich das selber. Und in dem Moment ist wirklich so, mache ich das selber, ja. Mhm. Ist ein Stein vom Herzen gefallen und ich habe mich befreit gefühlt, weil ich weiß, der Herr versorgt uns immer, zu jeder Zeit. Und dann war ich kurz vor Würzburg gewesen. Es begann zu regnen und in Würzburg arbeitet mein Sohn bei Harley Davidson Würzburg Village. Und ich sagte, wir versuchen, meine Frau war noch dabei, unseren Sohn jetzt, wir trinken einen Kaffee, ziehen uns um. Und bei der Gelegenheit kam der Inhaber von Harley Davidson Würzburg Village, der Christoph Repp, über den Hof gelaufen und spontan sagte ich, ich muss am 7.7.2019 in Rom sein, dem Papst eine Harley übergeben. Hast du da eine? Da sagte er, ja, hier ist alles voll von diesen Harleys. Und dann sagte ich einfach nur, machst du das auch? Und er sagte, ich mach das. Und so war die Harley geboren da. Also wesentliche Dinge, die fügen sich ganz, ganz leicht zusammen. Und so war die Harley. Und am nächsten Tag rief er mich an und hat gesagt, jetzt weiß ich, was ich dazu gesagt habe. Und er ist dabei und er baut ein tolles Unikat. Und das hat er dann auch gemacht. Und so hat es eins nach dem anderen gegeben. Wir hatten allerdings an Ostern jetzt 2019 bekam ich einen Anruf, auch wieder von Pater Wallner. Der Papst will euch schon am 29. Mai sehen, um die Harley zu signieren. Wir hatten dann großen Stress gehabt, die Harley fertig zu machen. Und vielleicht kurz als Einschub, warum sollte die signiert werden? Ja, damit sie wertvoll ist für dieses soziale Projekt. Mhm. Wir hatten mit Pater Karl Wallner ein Projekt konzipiert, und zwar das ist auch ein Herzensprojekt in Uganda, werden Kinder, die aus Vergewaltigung stammen, die ungewollt sind, einfach weggeworfen, auf Latrinen irgendwo in die Natur gelegt, zum Sterben verurteilt. Und falls sie doch überleben, haben sie keine Staatsbürgerschaft. Und und da fühlten wir uns gerufen, da zu helfen. Und wir wollen mit dem Erlös der Harley Davidson ein Waisenhaus bauen, eine Schule bauen und Kinder retten in Uganda. Schöne Idee. Sie haben Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir die mal anschauen, wie die Harley aussieht. Ja. Zeigen Sie das ruhig mal. Ja, hier wurde die Harley zum ersten Mal in Großheubach der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Harley hatte 2000 Arbeitsstunden. Das sind 300 Teile vergoldet da dran. Da ist wirklich Herzblut da reingeflossen von den Mechanikern und ist ein Unikat entstanden. Und ja, dann ist es tatsächlich eben gelungen mit den Terminabsprachen, wie Sie es gerade geschildert haben, dass dann Franziskus tatsächlich signiert hat. Können Sie das auch noch mal zeigen? Ja, wir waren dann letztendlich am 29. Mai mit einer Delegation in Rom gewesen. Und das war wirklich spannend. Wir sind auf dem Petersplatz gefahren, morgens um 5 Uhr schon. Die ersten Polizisten kamen, das waren 2 Polizisten. Dann hatten sie uns gesehen in unserer Rocker-Ausrüstung. Dann waren es 10, dann waren es 20 Polizisten, dann war noch Militär da gewesen. Und letztendlich war das eine ganz spannende Angelegenheit. Wir kamen dennoch dann auf dem Petersplatz in einen abgeschlossenen Bereich, hinter uns 30.000 Menschen. Und wir hatten ein persönliches Treffen mit dem Papst Franziskus, der letztendlich die Harley signiert hat. Hat er was gesagt bei diesem persönlichen Treffen? Ja, der hat sich mit uns Deutsch unterhalten
Und das war wirklich eine ganz tolle Begegnung. Der Papst hat blaue Augen und eine ganz tolle Ausstrahlung. Und was hat er gesagt? Und konkret die Worte oder diesen Auftrag, den ich für mich verstanden habe, das hatten wir auf dem T-Shirt auch hier gedruckt. Und er sagte, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Beten Sie für mich, nicht vergessen. Diese Arbeit ist nicht leicht. Ich brauche die Gebete. Und wir standen so, wie wir jetzt gegenüber. Und er war für mich so ehrlich, so authentisch gewesen, dass seine Arbeit nicht leicht ist. Und so haben wir das auf ein T-Shirt gedruckt, um diese Worte dann weiterzugeben. Die ehrliche Aussage eines Menschen, der sagt, er braucht Gebet. Ja? Ja. Ja, wie jeder Christ. Sehr spannend, sehr spannendes Erlebnis. Gibt's nach diesem Peace Ride momentan, gibt's ein Projekt, was ansteht, ist was geplant? Ja, es sind jetzt einige Dinge auf uns zugekommen oder ein herausragendes, wo ich glaube, was unser Präsident uns als Aufgabe wieder gibt. Und zwar, mein Reifen ist geplatzt hinter Padua. Ich konnte einfach nicht nach Rom reinfahren und bin aus diesem Grund nach Rom, also früher nach Hause gekommen. Ich wollte noch eine Woche Urlaub dranhängen und bin dann zufällig zum Pilgerweg gekommen und bin gepilgert. Also 35 Kilometer am Tag zu Fuß und dann am nächsten Tag 25, das war von nach Valdüren gewesen. Und als ich heimkam, hatte ich eine Anfrage aus einer JVA, ob ich einen Abend für die Gefangenen gestalte, Zeugnis gebe und vom Peace Ride erzähle. Und vor der Reise hatte ich schon mal eine Anfrage aus dem Kloster von einem begleiteten Gefängnisseelsorger, ob ich in dieses Gefängnis gehe. Und unabhängig von diesen Zweien glaube ich, das steht jetzt an. Mhm. Die Sicherheitsüberprüfungen sind durchgeführt worden und ich werde mit unserem Musiker demnächst in zwei JVAs gehen, Zeugnis geben und von dem Peace Ride erzählen. Sehr abenteuerlich und tolle Aufgabe, sich um die Menschen zu kümmern. Wenn Sie an die Zukunft der Jesus Biker denken, so als Ausblick, wir nähern uns zu dem Ende der Sendung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die Jesus Biker? Dass wir immer aufmerksam sind für unseren Präsidenten, dass wir Kraft genug haben, diese Aufgaben anzunehmen und auch gut zu erfüllen. Und wenn Sie einen Appell an junge Leute richten würden, was würden Sie jungen Leuten, auch jungen Christen, mit auf den Weg geben wollen? Ja, einfach dieses Liebesgebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dieses Doppelgebot. Sorge für dich und dann klappt es auch mit dem Nächsten. Und verurteile nicht den Nächsten, egal wie er ausschaut, auch wenn er eine Lederkutte anhat. Vielen Dank, Herr Draxler, dass Sie in der Sendung waren. Ich verabschiede Sie jetzt mal mit dem Bikergruß. Ja. Kommt vom Herzen. Kommt von Herzen. Alles Gute. Gottes Segen für Sie weiterhin, für Ihren Einsatz, für Ihr soziales Engagement auch. Nehmen Sie Grüße mit von Hope TV an die ganzen Jesus Biker und alles Gute für Sie. Für Sie auch Gottes Segen und für Ihre wertvolle Arbeit bei Hope TV. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Rocker sein und der Glaube an Jesus schließen sich nicht aus. Der Geist Gottes weht, wo er will. Das steht schon in der Bibel. Ich wünsche Ihnen, dass Sie offen bleiben für den Geist Gottes und sein Wirken in Ihrem Leben. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sie finden diese Sendung wie immer in der Mediathek. Machen Sie es gut und bis bald bei Nachgefragt.